Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Street Fighter 5 mit eurem Spooky VF. Und heute, das Update war noch nicht da, wie man sieht, machen wir wieder Survival Mode. Und mal gucken, mit wem wir es machen. Auf leicht noch einmal, wollen ja alle mal durchhaben. Ja, ich hätte Bock auf Rashid. Komm, dann machen wir den doch gerade mal. Das war auch das dritte Outfit mit dem freibekommen. Mit dem habe ich echt noch nicht viel gespielt, obwohl er ein cooler Charakter ist. Der wird auch online ganz gerne gespielt. Ja, er ist eben einfach cool auch. Ich muss jetzt natürlich auch erstmal rausfinden, wie man den am besten steuert, Kombos ansitzt und so. Ich weiß es nicht genau. Da ist der Gute. Erstmal gucken wir es uns an. Gegen Nash. Wie immer im ersten Kampf. Weil die Reihenfolge ist immer gleich auf easy. Aha, so geht das schon mal. Werfen wir ihn mal. Geben wir ihm. Geil. Jawohl. Perfekt. So muss das laufen. War noch ein bisschen langsam, aber ansonsten geht's. Score-Chance mal 4. Was ist denn? Ach ja. Komm, das holen wir uns. Laden sich unsere Fähigkeiten nicht auf. Aber das ist nicht schlimm. In den ersten Kämpfen. Jetzt versuchen wir hier mal ein bisschen schneller. Alter, du dumme Kuh. Gibt's mal hier was auf die Schnauze. Nix blocken hier. Niedertreten. Ja, genau wie man die Kombos eben anreiht, weiß ich nicht, wie man das am besten macht noch. Da müssen wir erstmal rausfinden, was überhaupt die Kombos alles sind. Was haben wir hier? Score-Chance mal 3. Du hältst immer maximalen Betäubungsschaden. Das könnten wir eigentlich auch noch machen. Komm, ich will schon mal ein... Entschuldigung. Gegen Ken. Ready. Fight. Ja, direkt gestanden. Super. Das Luftduell verloren. Ich hasse das. Ah, so. Alter! Ich glaube, dir hackt's. So, jetzt werfen wir dich mal ein bisschen. Jawohl, so. Das ist schon mal ein geiles Kombo gewesen. Warte, ich muss mal was gucken kurz. Ja, genau. Gut. Weg. Oh, Mann. Ey, hör auf jetzt mit der Scheiße. So. Ende. Get the Twister. Get twisted, baby. Nice. So, machen wir gerade völlige Gesundheitsregeneration, kostet uns zwar 25.000, aber egal. Oh, da ist unser Mirror Match. Also so kann man schon geile Kombos aneinander reihen hier. Och, Weltklasse. Ey, das gefällt mir. Yeah. Nice. Sehr geil. Och, ist der so cool. Der lässt sich direkt auf Anhieb, obwohl ich den wirklich noch nicht viel gespielt habe, lässt der sich super steuern. Das gefällt mir. Nee, das machen wir nicht. ja. Auf geht's weiter. Nächster Fight. Ryo. Ah, zu weit weg. Das ist noch so ein bisschen das Problem. Aber ansonsten ist der echt richtig,
Ach, du Blockersau. Traf nur ich. Ja, sehr geil. Alter, wie er abgeht, ey. Boah, ist der so cool, Alter. Meine Fresse. Nee, ich will nicht Score-Chance mal 5. Immer noch nicht. Oh, die Punktzahl ist schön, ey. Punkte. Gegen Laura. Alter, du bist nicht gerade freundlich. Ah, blockt schon wieder die geile Kombo. Mal nicht. Yeah. Im Auge des Sturms, Baby. Er ist so geil. Leute, ich lieb den. So, was haben wir hier schon wieder? Maximaler Betäubungsschaden. Für verdreifachte Punkte. Komm, ich mach das jetzt einfach. Ist egal. Geh ja mit dem momentan ab. Wenn das so weitergeht, dann packen wir das auch. Gegen den Fettsack hier. Gegen den widerlichen. Ja, kratzt den noch am Arsch, du Arschloch. Ja, danke. Danke. Hör auf mit der Scheiße. Lass das, Alter. Ich hasse das. So, hier nochmal diese Combo angesetzt. Klappt nicht immer, aber... Wenn sie klappt, ist sie cool. Nein! Griff-Fail. Ich hasse das. Nein! Ah, ich wollte das jetzt noch mitten in die Combo einbringen, aber das hat nicht geklappt, wie ihr gesehen habt. Aber egal. Haben ihn ja trotzdem fertig gemacht. Yeah. Oh, das gab auch schön Punkte. 31.000. Ja, wenn wir jetzt volle Gesundheitsregeneration holen, hatten wir eigentlich nur 21. Ja. Nur 6.000. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie wir bekommen haben. 6.000 Punkte, glaube ich, haben wir. Gut gemacht. Ah, leck. Das ist so geil, wenn das klappt, ne, diese Kombo. Das geht mal so richtig gut ab. Ah, oftmals bin ich dann doch zu weit weg noch. Alter, Storch! Hör auf jetzt! Lass deine Finger von mir! Krasser Scheiß. So, was haben wir hier wieder? Schon wieder? Oh, ich mag jetzt aber nicht mehr auf... Auf allerdings. Wer war nochmal 9? Ah ja, Karin, genau. Yeah, fight. Einfach zu gut. Hey, hör auf jetzt. Ja, hat sie noch überlebt, da. Down jetzt mit dir. Oh, auf in die letzte Runde gegen Neckeli. Ah, niedrige Gesundheitsregeneration ist gut. Ich will jetzt hier nichts riskieren. Neckeli ist, kann manchmal ein bisschen ausrasten, aber normalerweise ist er hier auch noch easy. Schlimmer wird es auf Mittel, wenn er dann Stufe 29 oder so erscheint. Da kann er schon richtig nerven. Jawohl, direkt die Combo richtig angesetzt. Das ist schön, dass wir hier direkt eine Combo gefunden haben, die Spaß macht, die gut aussieht. Es sind drei Angriffe miteinander verbunden. Also hier, ich springe, schlage, schlage so und dann diesen hier. Das sind drei Angriffe, die ich eigentlich ausführe. Das ist eine 10-Hit-Combo. Das war eine 12-Hit-Combo, aber das war eher... Jawohl, gewonnen. Sehr nice, da haben wir es geschafft, kriegen das dritte Outfit für Rashid frei. Und hat richtig Spaß gemacht, mit dem zu zocken. Ja, Kampfzeit 4 Minuten 38 ist auch nicht schlecht.
Also ist ein schneller Charakter auch für schnelle Angriffe. Und ja, tolle Kombos, muss ich sagen. Richtig tolle Kombos. Hat richtig Bock gemacht. Und, ja, Titel Raschid des turbulenten Windes ist auch freigeschalten. Und da sage ich an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, mal gucken, wen wir das nächste Mal holen. Vielleicht gehen wir dann einfach mal noch der Reihe nach. Mal schauen. Wie viele Punkte hatten wir dann? 137.000. Mein Rekord ist hier bei Vega, glaube ich, mit 198.000. Da habe ich aber auch diesen 10er-Multiplikator, wo du nur Millimeter Energie hast, verwendet. Einmal. Ja, bei den meisten anderen habe ich nur versucht, das zu schaffen bis jetzt. Noch keine Highscore-Jagd gemacht. Außer hier bei Vega, da war es bewusst auf Highscore gespielt. So, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal mit Street Fighter im Survival oder auch Ranglisten-Matches oder was auch immer, was wir machen. Kommt sicher alles vor. Euer Spooky5. Bye, bye, bye.